Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Edelweiß Customs. Wir stellen euch eine Hoffmann Gouverneur S300 vor. Eine von vielleicht gerade einmal noch 25 Stück. Ob das stimmt, gehen wir gleich auf die Suche und stellen euch natürlich dieses super seltene Motorrad vor. Denn es gibt davon definitiv nicht mehr allzu viele. Viele von euch werden den Hersteller noch nicht gehört haben und das Modell bzw. den Typ definitiv noch nicht. Wir bewegen uns in den 50er Jahren. Hoffmann war ein Hersteller in der Nähe von Düsseldorf. Und man war Konfektionär, das heißt, man baute Motorräder, kaufte Maschinen hinzu. Das heißt, man hat von Ilo und von Sachs Motoren hinzugekauft. Das ging nach dem Krieg los, also 48, 49 ist die Motorradproduktion gestartet. Und viele von euch da draußen haben Hoffmann vielleicht sogar in Verbindung mit Vespa schon einmal gehört. Denn Hoffmann hatte die Lizenzrechte für den Bau der Vespa. Und so gab es da auch einen sehr großen Aufschwung in der Firma. Man hat Anfang der 50er Jahre über 10.000 Roller bereits verkauft. Ich glaube, 53 waren es schon 15.000 Roller. Und das hat natürlich den Rücken gestärkt für eine Eigenentwicklung. Und genau das ist mit der Gouverneur passiert. Die gab es als 250 Kubik und als 300. Der Motor selber wurde von Küchen, also von dem Konstrukteur, und wir haben letztens euch auch eine Zündapp vorgestellt, das heißt, das sind hier dieselben Wurzeln, entwickelt. Und man muss sagen, das ist natürlich etwas eigenwillig. Wir gehen gleich auf den Motor ein, bevor ich mich hier schon wieder in Details verliere. Wir sind noch bei dem Fahrzeug. Die S300 war so gesehen die Speerspitze. Also noch einmal 50 Kubik mehr zu der 250er. Und das Fahrzeug selber, diese S300, da wurden nicht einmal 800 Stück produziert. Wir haben hier Nummer 691, ganz einfach zu erkennen an der Fahrgestellnummer. Die beginnt nämlich mit 300 fortfolgend. Das heißt, ich würde sehr wahrscheinlich sagen, dass das hier die 691. ist, wenn es jemand da draußen besser weiß. Darf er gerne kommentieren. Das Teil ist auf jeden Fall super, super selten. Da gibt es auch nicht ganz allzu viele Informationen im Netz. Man findet eben auch die Aussage, dass es davon nur noch 25 Stück gibt, beziehungsweise 25 Stück existent, bekannt sind. Und darunter zählt sicherlich dieses Stück nicht. Das stammt aus der Sammlung im Norden, die wir vor knapp einem Jahr, glaube ich, angefangen haben aufzulösen und natürlich immer noch einen gewissen Lagerbestand haben und jetzt so die letzten Zügler mitkommt. Und das Fahrzeug stammt daraus und ich habe selber eigentlich eher gedacht, okay, gut, das ist ein Hoffmann Gouverneur, ich habe das Ding erkannt, aber kannte den Unterschied nicht zwischen der 250er und der 300er und dass es da tatsächlich doch nochmal von der Seltenheit einen starken Unterschied gibt. Definitiv würde ich sagen, sind diese Teile super rar gesät. Also vielleicht kann man von 100 Stück reden, man kann natürlich auch von diesen 25 Stück reden. Es wird sehr, sehr wenige davon geben. Und das Schöne ist, wir haben eine davon, die wirklich hochwertig restauriert ist. Denn man muss auch sagen, die Restauration hier selber ist, ich würde schon fast denken, 30 Jahre alt, also 20, 30 Jahre her. In der Qualität hatten wir einige Fahrzeuge, von daher, das passt auch mit dem Stempel der Sammlung und ist ein wirklich schönes, hochwertiges Fahrzeug. So, jetzt haben wir erstmal die Eckdaten. Warum hier nur so wenig produziert worden, ist eigentlich auch klar, denn wir sind zu dieser Zeit schon auf eine Zweiradkrise in Deutschland hingeschlittert. Das heißt, nach dem Zweiten Weltkrieg kam der Autoboom auf. Also auch die ganzen kleinen Autos wie Isetta, Messerschmitt und so weiter, Heinkel, die haben auf kleine Autos gesetzt. VW Käfer hat natürlich auch seinen Großteil dazu beigetragen, man war mobil. Und bevor man sich ein Motorrad kaufte, hat man sich lieber ein Auto gekauft, um mehr transportieren zu können, natürlich auch mehr Familie transportieren zu können. Man war geschützt und das war ein ziemlich harter Cut für die Motorräder. Das heißt, die wirklichen Stückzahlen von den Motorrädern sind zurückgegangen. Und das war auch der Grund, warum viele Hersteller dann bankrott gegangen sind. Das sagen wir euch immer wieder. Aber für euch, für das Gesamtbild, ist es relativ wichtig, denn man war ja auch nicht konkurrenzlos. Also man war jetzt nicht der einzige Hersteller in der beliebten 250 Kubikklasse, denn es gab da auch noch gerade, ich sag mal, ist es ja auch immer regional noch abhängig. Man hatte da noch keine innerdeutsche Grenze. Die war
vielleicht auf ein Blatt Papier gezeichnet, aber man konnte natürlich noch hin und her fahren. Also das heißt, zu dieser Zeit gab es auch schon eine BK 350, eine EMW R35. Es gab hier auch schon eine AWO, was hier nicht wirklich mit hineinfällt, denn wir sind halt schon wirklich im Ruhrpott. Und da muss man sagen, da war Zündapp, da war Ardi, da war vor allem aber auch Horex als 250er gut vertreten. Und natürlich gab es noch andere Konfektionäre, die die 150er, 250er Sachs-Motoren verwendet haben. DKW auch noch aus Ingolstadt, auch noch ein großer Part. Und damit gab es eine Menge an Herstellern und man musste sich abzeichnen. Und ich denke, das hat Hoffmann hiermit auch probiert, denn das Fahrzeug selber ist hier eine Eigenentwicklung. Also nicht nur vom Fahrgestell her, was sie ja natürlich vorher auch gemacht haben, sondern halt auch der Motor. Und da sind wir bei der Besonderheit. Denn das ist eine Eigenentwicklung und natürlich auch etwas Besonderes. Boxermotoren in dieser Kubikklasse gibt es so gut wie gar keine. Warum man hier auf einen Boxer gegangen ist, das ist nicht wirklich nachvollziehbar. Also auch jetzt aufgrund meiner Recherche konnte ich da nicht viel finden, sondern eher mehr Fragezeichen als Antworten. Denn produktionstechnisch ist dieser Motor natürlich extrem aufwendig und 250 Kubik oder hier in dem Fall 300 sind jetzt nicht eine magische Grenze, die man nicht mit einem Einzylinder schaffen kann. Also selbst ein 500er Einzylinder ist machbar, ist dann halt einfach nur nicht ganz so gut fahrbar. Leistungstechnisch sind wir bei der 250 Kubik Maschine bei 15 PS und hier sind wir, glaube ich, bei 17 oder 18. Also das ist jetzt natürlich schon ein bisschen mehr, aber das macht es Kraut nicht fett. Küchen war dafür bekannt, seine Motoren optisch sehr elegant geschlossen zu bauen. Also man sieht natürlich auch hier das formschöne Motorrad, auch hinten der sehr große Kotflügel, das Hinterrad verschwindet da sehr schön. Auch hier die Verkleidungen, die Batterie sitzt übrigens hier unten drunter. Also auch, ich sag mal nicht umständlich gebaut. Man verliert hier schon viel Platz. In dem Fall hat man hier die Kardanwelle, Werkzeugfach ist hier oben. Aber das ist im Endeffekt wirklich eine feste Verkleidung und das ist auch alles geschweißt. Na? Also man kennt es ja jetzt bei den normalen Motorrädern, dann hat man hier verschiedene Rahmenzüge und das hier ist aber wirklich fest hineingeschweißt. Also auch da arbeitstechnisch natürlich auch nochmal etwas anderes. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir die Verkleidung abbekommen, ohne die Leitung abzunehmen. Tschakka! Und wir haben hier drunter den Vergaser. Und da geht natürlich die nächste Besonderheit los. Das hier wäre definitiv ein aggressives Motorrad gewesen, hätten wir zwei Vergaser gehabt. Das heißt, wir hätten jeden Vergaser an jeden Zylinder, also links, rechts, und direkt in das Einlassventil unseren Sprit hineingegeben. Da hätten wir hier sicherlich vielleicht sogar 25 PS dran stehen gehabt. Und das wäre dann schon, dann würde ich schon sagen, das ist schon eine Ansage. In dem Falle geht uns super viel Leistung verloren, denn ein zentral sitzender Vergaser, wie wir es auch bei der Victoria Bergmeister kennen, und das ist auch nicht ohne Grund, da sind ähnliche Wurzeln vorhanden. Jetzt muss unsere frische Luft, die eigentlich relativ kalt ist, mit unserem Sprit angereichert werden, geht hier hinein, hier entlang von dem warmen Zylinder, also das heißt, das Zeug, was wir eigentlich möglichst direkt und frisch und kalt hineinspritzen wollen, ist einfach super warm und eigentlich hat es die Hälfte an Kraft schon verloren und geht hier oben dann erst in den Ansaugtrakt hinein, Einlassventil macht auf und verbrennt dann hier im Kopf. Das heißt, also wir verlieren wirklich Leistung und Kraft und Weg und alles über diesen Ansaugtrakt, den man hätte besser gestalten können. Aber man hat natürlich auch hier auf die Optik geachtet und die vorne rangestellt. Ich sag mal, heute spielt das weniger eine Rolle, denn man ist ja mit diesen Motorrädern nicht direkt zum Hetzen unterwegs. Aber es ist natürlich auch schön, wenn man ein bisschen mehr Qualm hat und sich dann auch von anderen abheben kann. Ich mache mal noch schnell den Deckel hier wieder drauf. Ja,
Deckel ist wieder drauf. Was haben wir noch an dem Fahrzeug? Ganz normale Hinterradfederung, alles für die 50er Jahre normal. Wir haben einen Kardanantrieb, auch das etwas Hochwertiges für die Zeit, passt aber natürlich zu dem Boxaggregat. Tja, ansonsten Vierganggetriebe und normale Elektrik, das heißt die Scheinwerfer hier, Rücklicht und so weiter, das sind normale Zulieferer wie Bosch und Heller. Also da hat man ganz normal ins Regal gegriffen, wie jeder Hersteller zu der Zeit. Was ich noch sehr schön finde, ist der Schriftzug hier hinten auf dem Kotflügel, denn der ist super filigran und das ist schon wieder eine Augenweide, wie schön Hoffmann S300. Und ich denke auch, allein an dem Schriftzug ist es sehr gut zu erkennen und auch an anderen Details, dass das Fahrzeug selber in einem sehr, sehr schönen Originalzustand war, was man nach heutiger Ansicht nicht hätte aufbauen müssen. Aber wie gesagt, wir sind hier locker 30 Jahre zurück und somit war das Mindeste, was man hätte machen können, ein Neuaufbau. Bremsen, Trommelbremsen, auch von der Größe her schon stattlich. Also man muss sich damit nicht verstecken. Das Ding bremst auch gut und das läuft auch gut. Und das hören wir uns jetzt noch an und vielleicht fahren wir auch noch eine kleine Runde. Alle wichtigen Informationen habt ihr von uns jetzt bekommen. Also ist wirklich ein schönes Motorrad. Hat auch schon einen neuen Besitzer gefunden. Unsere Fahrzeuge werden ja immer ganz normal bei eBay Kleinanzeigen angeboten. Jetzt muss ich mal schauen. Doch, Sprit habe ich nachgekippt. Wir müssen kurz laufen lassen. Der Boxer läuft sehr, sehr schön sauber. Ist jetzt natürlich kalt, aber das ist schön schön. Die kleinen Auspuffe, wir haben natürlich pro Seite 175 Kubik. Das heißt, wir brauchen jetzt hier keinen riesen Topf. Man merkt schon, dass der auf jeden Fall Drehzahlen fressen möchte. Erster Gang. Ganz angenehmes Fahren. Man sitzt auch sehr gut. Also so von der Körpergröße her hat man ja meistens, dass die 250 Kubik Motorräder nicht ausreichen. Mhm. Wir haben jetzt gerade auf E-Betrieb umgeschalten. So. Ich glaube, ich muss tanken. Alte Motorräder sind was Feines. Das ist immer wieder geil. So. Der Zweizylinder hat auf jeden Fall gut Kraft und der bremst auch ordentlich. Der zieht schon gut los, der kleine Mann. Ich denke, vom Sound her ist es okay. Es dürfte natürlich auch noch lauter sein. Nach unserer heutigen Ansicht, wenn man so ein altes Ding fährt, ist es, finde ich, nicht schlimm, wenn man denjenigen schon einen Kilometer weiter hört. In diesem Sinne, das ist das schöne Stück. Ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt. Freut euch mit uns über diese Seltenheit, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollten. Und dann würde ich meinen, sehen wir uns beim nächsten geilen Motorrad wieder. Bis dahin, ciao.